Erinnern sich noch dazu Jazz-Zwio. Es handelt sich um Werner Pirchner und Harry Peppel. Eine bekannte Musikzeitschrift schreibt über sie: Die zwei alpenländischen Jazz-Großmeister spielen mit so viel Gefühl, als ob sie ihr ganzes Leben im schwärzesten Viertel von New York verbracht hätten. Bei langsamen Passagen ist dieser Stil einfach schön und geht ans Herz. Bei schnellen Stellen wird er atemberaubend. Ja, und beide sind auch weit über die Grenzen Österreichs hinaus bekannt. Zum Teil als die zeitgenössische Jazzgruppierung. Zwei Schallplatten von ihnen sind auch unsere heutigen LP-Empfehlungen. Eine Live-Platte, und zwar Jazz-Zwio Live in Montreux 81, und eine LP, die sie gemeinsam mit Jack DeJohnette eingespielt haben. Auch davon gibt es je 5 Stück für diejenigen, die uns zur Sendung schreiben. Tja, und die zwei können übrigens nicht nur tadellos musizieren, sie haben auch ein bisschen einen philosophischen Background. Machen wir nicht mehr das Thema, sondern immer Fade Out. Das ist live und das von 3, 4. Geht man sich da nicht auf den Weg, gell, mit der Zeit? Naja, gut, klar gehen wir uns auf den Weg. Ne? Aber ich meine, wenn es irgendjemand gäbe, der, mit dem man so leicht spielen kann, also so wie wir spielen, der hätte man wahrscheinlich schon lange nicht mehr miteinander spielen. Ich glaube, das kann ich für ein paar sagen. Wir möchten nicht irgendwas spielen, ein schnelles Solo oder so, sondern wenn man zu zweit spielt oder wenn mehr Leute spielen, dann was irgendwie leibend, wenn eine Kommunikation stattfindet. Nicht? Also, dass nicht nur irgendwelche Leute die ein Instrument spielen, der eine macht die und der andere da oder so. Irgendwie, so, dass halt irgendwas, dass das einen Sinn hat, nicht? Wenn zwei Menschen auf der Bühne sind und die probieren, musikalische Herz auszuschütten und der andere geht auf das ein und so entwickelt sich was. Nicht? Thank you.
Ist Musik für mich Lebens- und Genussmittel. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, ohne. Ich weiß auch nicht, was ich schon staunen soll. Was war euer letztes großes Projekt? Ja, im Studio haben wir gespielt, ein Platten im Check the Jeanette. Und wir werden wahrscheinlich im Sommer eine Runde dran mit ihm. Also, kurz gesagt, eine Tournee mal. Ja. Wie ist das mit dem Check entstanden? Das möchte ich gern sagen. Pass auf. Das war so: der Check the Jeanette hat in Saalfelden gespielt. Ne? Und dann hat der Harry gesagt, das war leiwand, wenn wir da spielen täten, weil wenn der uns hört, dann spielt er vielleicht mit. Und dann haben wir da gespielt und das war wirklich so. Also er hat uns gehört und dann hat er sofort mitgespielt. Und irgendwie hat sich das dann so ergeben mit der Plattenfirma. Ne? Was wird für euch das nächste größere Programm sein? Steht da was fest oder macht ihr... Naja, ich glaube, wenn es die Platten außer ist mit dem Check, dass sich da alle was tut. Ne? Ich meine, in der Zukunft war natürlich klar, und wenn wir mal übers Wasser reiten täten, nach New York oder so. Übers Wasser reiten. Klar.